ich im Wald. Dein Lehrmeister schien sich sehr über mein Artefakt zu freuen. So ist er nun mal. Er sammelt seltene Artefakte, reist viel dafür herum. Angeblich einst sogar bis in den Raschthulswall nach Draconia, aber genaues weiß ich nicht. Bist du gut mit Rätseln? Was für Rätsel? Wie der Stein über den Skarabäus, so herrscht der Skarabäus über den Stein. Was ist der Zusammenhang? Das kann ich dir nicht sagen. Dann kann ich es auch nicht lösen. Du bist Novizin an der Magierakademie, richtig? Richtig. Eine werdende Kampfmagierin. Auf ewig dazu verdammt, dem Andergaster-Adel in seinem schwachsinnigen Geplänkel gegen Nostria zu dienen. Ja? Warum gehst du nicht fort, wenn du es nicht magst? Erst muss ich meine Ausbildung durchhalten. Was ist hier geschehen? Hatte ich das nicht schon erzählt? Gestern Nacht haben sich 5 Andergaster im Gasthof zum fetten Schinken zusammengefunden, um einen tulanitischen Händler aus ihrem Wald zu vertreiben. Und so fand man sie am nächsten Morgen. Du hattest nicht erzählt, dass sie sich im Gasthof trafen und dass es 5 waren. Jetzt weißt du auch das. So, ich denke, das reicht. Mach dich vom Acker, damit ich in Ruhe weiterforschen kann. Ich denke, hallo, ich habe genug gesehen. Willkommen bei Schwarze Auge. Memoria. Komm, Nuri. Ich bringe dich nach Hause. Was machen wir jetzt? Hast du gehört, was die Magierin erzählt hat? Sie sagte, dass der Mob aus 5 Leuten bestand. Auf der Lichtung waren es aber nur 4 Säulen. Was, wenn der 5. entkommen ist? Es gäbe einen Zeugen. Ach, lass mich doch ein Rabe bleiben. So schlimm ist das nicht. Nicht, solange ich noch etwas dagegen tun kann. Ich werde mich mal etwas in der Stadt umhören und versuchen herauszufinden, was mit Fahnen geschehen ist. Du bleibst besser hier. Ich bin müde. Ich werde ein wenig schlafen. Wächst du mich, wenn es etwas Neues gibt? Das ist von 2013, das Spiel jetzt hier. Und ich habe eins von 2012 und Ende 2013 noch. Was soll ich jetzt machen? Kann nur runtergehen. Oh, so viele Dinger zu gucken. Was, Schweine? Ihr hässlichen Viecher, wenn ich Fahis Rätsel gelöst habe, sehe ich euch hoffentlich nie wieder. Ist doch nicht nett. Unsinn. Arme Schweinchen. Nein, ich lasse es so. Ich bevorzuge den Brunnen vor den Toren. Und seit gestern weiß ich auch warum. Nachdem Gwynling fort war, wollte sich die Lederergilde das Haus unter den Nagel reißen. Zum Glück kannte Giacomo genug bestechliche Adelsmänner. Jeder, der anders ist, landet früher oder später hier. Wenigstens das ist mir in meiner Jugend erspart geblieben. Anders als Jugendlicher? Das ist die Frage. Jetzt habe ich natürlich viele Auswahl. Hier ist genau die Grenze. Hier endet der Gestank der Gerbereien und beginnt der Schweißgeruch der Schweine. Nicht bevor ich hier fertig bin. Dann gehen wir jetzt mal runter. Oh, so viel Zeug hier, zu gucken. Die Krieger im Tempel mögen mich nicht. Sie halten mich für eine feige Schmeißfliege, die ihnen nur Pech im Kampf bringt. Zumindest behaupten sie das. Ich mochte Hildas alten Stand lieber.
Ich hasse das. Der Geruch von Schweinebraten liegt in der Luft. Und ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Das ist schlecht. Einen guten Morgen wünsche ich. Was macht ein Gaukler an Hitze? Ich bin kein Gaukler. Ich bin Geschäftsmann. Soll ich etwa Lumpen tragen wie du? Oh, wie ich diese Hinterwäldler verabscheue. Was war das? Nichts, nichts. Kann ich euch für ein paar bunte Keramiken begeistern? Oder vielleicht ein paar feine Glaswaren? Ich Nein. bin nur auf der Durchreise. Es heißt also jetzt oder nie. Ist euch letzte Nacht etwas Verdächtiges aufgefallen? Ach, war der Dieb auch bei euch? Welcher Dieb? Eine meiner Glasschatullen wurde mir gestohlen. Ich konnte den Kerl nur aus der Ferne erkennen. Okay. Er trug einen langen Stab auf seinem Rücken. Verdammtes Hirtenpack. Vielleicht war es ein Zauberstab. Bei den Göttern. Was sollte ein Magier mit meinen billigen Waren wollen? Das heißt, so viel Geschmack hätte ich diesem Gesindel gar nicht zugetraut. Was wurde gestohlen? Eine Schmuckschatulle aus falschen Edelsteinen. War ohnehin nichts wert, der Plunder. Warum wurde sie dann geklaut? Hab ich was gesagt? Sie war natürlich ein Vermögen wert. Könnt ihr mir etwas zu einem Stein und einem Skarabäus sagen? Handelt es sich um einen normalen Stein oder um einen Edelstein? Gute Frage. Das reicht mir schon. Danke. Ihr handelt mit Glaswaren? Es hieß, in Andergast gäbe es kein Glas. Nicht einmal Fenster habt ihr an diesem beschaulichen Ende der Welt. Ich kam her, um dies zu ändern. Oder sollte ich auch wissen, dass diese stinkenden Schweinezüchter kein Geld haben? Ja. Wollt ihr denn nichts kaufen? Nein, danke. Was für eine Zeitverschwendung. Das ist ja auch nichts mehr, ne? Ah doch, hier ist ein Schwein, was man angucken könnte. Wir am Bahn. Der Kreis des Lebens. Hier werden die Ferkel gesäugt und im Gasthof gibt es Schweinebraten. Ein ewiger Kreislauf. Ach. So, Wie fröhlich und glücklich sie sind. Kaum zu glauben, dass daraus irgendwann mal Andergaster werden. Ich lenke ihn besser nicht ab. Das Schaf wird noch früh genug geschlachtet. Ja, sieht aus wie ein Klo. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind bestimmt auf einem Manöver im Wald. Dann gehen wir mal da rein, wa? Sag mal, vielleicht gesehen habe irgendwas. Nein, dann gehen wir da mal rein. Heda, oh. Vogelfänger, das Kampfseminar ist nur für Magier und Novizen. Was willst du hier? Magister Bodiak bat mich zu kommen. Magister Bodiak ist nicht hier. Komm später wieder, wenn du was von ihm willst. Okay, er ist nicht da. So, ich hole noch eine Flasche Bierchen und dann geht's weiter. Mit dem zweiten Spiel, glaube ich, gleich mal. Weil ich habe noch zwei Spiele vor mir, die ich machen wollte. Mal gucken. Kriege ich es anspielen. So, upsi, sorry. So. Mach mal die 4 Stunden voll, dann geht das nächste Spiel über, okay? So. Ja, hier ist das gar nichts mehr, ne? Seit ich das sehe.
Will er nicht gehen, ne? Nicht bevor ich hier fertig bin. Das bringt nichts. Nein, was soll das auch bringen? Seltene Gurke. Seltene Gurke, was kann man denn damit machen? Höchstens hier den da geben. Ich habe nicht vor, mein Hab und Gut an diesen Vogel zu verramschen. Geht nicht. Unsinn. Geht nicht. Ich weiß nicht. Du schon wieder? Was willst du? Magister Bodia. Magister, komm spät. Alles nicht, geht nicht. Was mache ich denn jetzt? Hier ist eine Stelle, wo ich festhänge. Okay, wir schauen mal, wa? Oh, doch schon leer. Na, ich doch weggehe, ich bleibe schon da. Und die Schankstube, genau. Gucken, war ich noch nicht drin.
Geron, Giacomo. Hallo, Geron. Hallo, Heda. Ein Glück. Ich dachte schon, ich hätte dich in deinen Untergang geschickt. Stimmt es, was man sich erzählt? Wurden wirklich Menschen in Steinsäulen verwandelt? Ja, es stimmt. Bei den Göttern. Woher kennst du Fahi? Ich traf ihn auf einer meiner Reisen. Angeblich besaß er ein seltenes Feenartefakt, das mich interessierte. Er ist Artefakthändler? Er handelt damit, aber ich hatte nicht den Eindruck, er würde sich damit auskennen. Das Feenartefakt wollte er mir gar als Ritualstein aus den südlichen Dschungeln verkaufen. Ha! Er wusste gar nicht, auf was für einem Schatz er da saß. Wenn er das nicht weiß, ist das schlecht, ne? Wenn Fahi nur ein einfacher Händler ist, woher besitzt er dann die Macht, Nuri zurückzuverwandeln? Ich kenne sein Geheimnis nicht, aber ich sah es mit meinen eigenen Augen. Wir saßen bei einer Tasse Tulamidengold, als er einen Topf mit einem Bärenstrauch hervorholte und ihn vor meinen Augen in einen Kranich verwandelte. Es könnte eine Illusion gewesen sein. Nein, Geron. Das Hallöchen. War die mächtigste Magie, die ich jemals sah. Und er lächelte dabei fröhlich, als kostete es ihm keinerlei Anstrengung. Geron, dieser Mann kann nach Belieben Leben in andere Formen gießen. Auch in Stein. Oh, ich hasse diese Oberfläche manchmal hier. Die geht immer raus, wenn ich auch anklicke. Willkommen, willkommen. Hallöchen, Hallöchen. Wir machen erstmal den Traum. Was hat es mit Fahis Traum auf sich? Prinzessin Satyas Reise? Er hat mir nur den Anfang erzählt. Kennst du den Rest? Nein, aber die Schlacht, in die sie zog, war die große Schlacht in der Gorischen Wüste zwischen dem Dämonenherrscher Orgrat und Rohal dem Weisen. Ganz Aventurien rang darum, die Welt vor der Dämoneninvasion zu retten. Leider gab es nie jemanden, der ihre Taten weitergeben konnte. Warum nicht? Es gab keinen einzigen Überlebenden. Fahrts Auge halt, ne? Was hat es mit Fahis Rätsel auf sich? Der Stein und das Skarabäus? Ich weiß es nicht. Aber vielleicht ist es der Schlüssel zu dieser ganzen Geschichte. Kann ein einzelnes Rätsel... Ich weiß, das Spiel ist schon alt, aber Schwarze Auge mögen viele Schwarze Auge. Und dementsprechend, Jacobo, Mordmitglied. Warst du gestern Abend hier? Ja, aber auf meinem Zimmer. Hier unten war mir die Stimmung zu aggressiv. Es floss viel Alkohol. Kannst du dich erinnern, wer alles da war? Die drei am Nachbartisch und dann noch vier andere. Fünf Leute haben gestern Fahis Zelt angegriffen. Aber nur vier wurden versteinert. Der fünfte muss nun also hier im Raum sein. Nur welcher von den drei ist es? Was macht die Feenforschung? All meine Forschungsenergie fließt in die Ergründung von Nuris tragischer Verwandlung. Es ist ja schon schwer genug, ein Volk zu erforschen, das in Aventurien selbst nicht existiert. Nun muss ich auch noch einen Seelentausch zwischen einem Raben und einer Fee verstehen. Ich weiß nicht, wie ich deine Hilfe jemals aufwiegen soll. Nun, du könntest mir tatsächlich einen Fall tun. Kennst du das Schwarze Auge, diese Geschichte von Schwarzen Augen und Pay-Per-View von damals? Sie will mir keinen geben. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke, Geron. Hier kannst du ihn hineinfüllen. Na dann, Ende. Danke, Giacomo. Wir sehen uns dann später. Warte noch. Fahi mag sich als dunkler Magier herausstellen, aber wenn du Nuri zurückverwandeln willst, ist er inzwischen unsere letzte Hoffnung. Wovon sprichst du? Feen brauchen Feenmagie in ihrer Nähe. Sonst verändert sich ihr Geist. Und Nuris Körper war lange Zeit der größte Quell an Feenmagie, den sie hatte. Das bedeutet, wenn es dir nicht gelingt, sie bald zurückzuverwandeln, wird sie bald alles Feische verlieren und alles vergessen. Ja, sie wird vergessen, wer du bist und was ihr erlebt habt. Sie wird sogar vergessen, wer sie selbst einst war. Das darf nicht geschehen. Hast du eine Spur, was mit Fahi geschehen ist? Nein, aber gleich. Heda, wer war gestern mit dem Mob im Wald? Das sind ganz störrische Burschen. Ich werde schon irgendwie mit ihnen fertig. Was ist das für ein Wein? Das ist roter Geron, Geron. Roter Geron, Geron. Lecker, nicht wahr? Klingt eher, als schulde mir jemand eine Kostprobe. Tut mir leid,
aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend Schwendrich. Ab. Schwendrich, wo war das nochmal? Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es heute Abend ab. Ach, komm schon, Hilda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Weiß ich auch. Kennst du noch Schwarze Augen von damals? Das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Diese Pay-Per-View-Spiele oder Pay-Per-View-Sachen. Oder besser gesagt, sind es ja Brettspiele. Eigentlich Fantasy-Spiele. Wo man selber Geschichten erfindet, sozusagen. Ich weiß nicht. Wozu? Unsinn. Hilda müsste das Fass erst anzapfen. So alt bin ich leider nicht. Ja, das heißt alt. Das Spiel ist jetzt auch schon älter. Das ist ja schon 2013, aber Schwarze Augen gibt es ja schon ewig. Dann kamen immer neue Spiele von raus. Und jetzt ist gerade ja wieder dieses Pay-Per-View ist ja wieder in gerade. Hier bei Gronkh und so ein Kram, was der machen. Die machen ja öfters so Sachen, es ist auch Pay-Per-View. Mit Sachen dabei, ne? Und Schwarze Auge ist sozusagen, so sagt, das Älteste, was es gibt, tut. Ein Anblick für die Götter. An diesem Pay-Per-View. Ein Erfolg, wow. Kann ich mir irgendwas hier noch was machen? Ich mit dem reden mal erstmal. Wart ihr drei gestern Abend auch schon hier? Fragt wer? Jetzt sagt schon. Wart ihr? Geht dich nichts an. Wir waren alle drei hier. Die ganze Nacht? Die ganze gottlose Nacht. Ja, Spiel gibt's ja schon ewig. Also gibt's ja immer noch neue Spiele davon, ne? Holzfäller auf Ausfragen. Torwall ausfragen. Warum starrst du den Jungen so an? Ich zähle die Läuse auf seinem Kopf. Lenk mich nicht ab. Hast du Torwaller. Das gestern auch schon gemacht? Kennen wir ja. Nein. Gestern lag ich in meinem Saft und hab meinen Vater zu einem stolzen Mann gemacht. Bei Swafnir hab ich viel gesoffen. Ja, die Grafik also ist, bei mir ist das Vollbildschirm, Vollmodus. Aber der tut's aufnehmen nur als anteilig nur aufnehmen. Und links und rechts schwarz ist immer so, als so eingegeben ist bei Twitch eingegeben ist. Das ist nicht am Stream so direkt. Weil da ist der voll, also voller Balken, also voll ist der Kante ausgemalt sozusagen. Ich könnte es jetzt natürlich noch gucken, ob ich ein bisschen größer kriege. Okay, da geht's nicht. Dann kann ich höchstens noch strecken, aber sieht wahrscheinlich komisch aus. Muss mal sagen, wie es aussieht. Sieht wahrscheinlich komisch aus jetzt, ne? Schätze ich mal. Komisch aussieht, ne? Längs gezogen ein bisschen. Oder? Ja, ist gut. Ja, ich finde das jetzt ein bisschen langgezogen, die ganzen Figuren, ne? An sich. Aber es geht, glaube ich, noch, ne? Ist nicht ganz so extrem. Sind zwar was dünner, klar. Die Sachen sind dünner, aber es ist das Ganze ausgefüllt. Socke, eher. Multiplayer. Ja, Multiplayer-Spiele habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich wollte jetzt demnächst Forest spielen, Sun of the Forest spielen und noch zwei andere Spiele, aber die sind noch nicht sicher, ob das klappt. Aber Sun of the Forest soll ich spielen, dann wollte ich ja noch andere Spiele spielen im Multiplayer. Ja, ein bisschen komisch, sind so lang gezogen ein bisschen, ne? Jetzt habe ich sie ja so gelassen, dass sie am Rand ein bisschen ist, dann sieht das besser aus. Weil die sehen ein bisschen. Ja, ist die Frage, ob das jetzt stört von der Länge her oder so, ne? Alle ein bisschen länger. Ich weiß, PS5 kommt später. Auf Xbox kommt es ja auch später mit der PS5 zusammen.
Ich spiele es ja auf dem PC. Ich habe so einen PC ja drauf. Und ich suche. Habe ich schon, der mitspielen würde. Du machst einen Und ich sehr suche noch einen zweiten entspannten Spieler. Eindruck. Mein Weib hat mir heute freigegeben. Mein Das, Weib hat mir nachdem ich dir freigegeben. gestern die halbe Nacht beim Zechen um die Ohren geschlagen habe. Eine gute Frau. Hast du nur getrunken? Nicht viel. Ich musste doch mit meinem Freund hier Karten spielen. Wer hat gewonnen? Na, ich. Der Penner hier war viel betrunkener als ich und musste ständig rausrennen. War er lange weg? Nein, überhaupt nicht lang. Aber lang genug. Dumm. Man sollte einen erfahrenen Spieler niemals während einer laufenden Partie ganz allein am Tisch zurücklassen. Eine teure Lektion, aber notwendig. Okay, schön. Beim Holzfäller nachfragen, Torwaller läuft. Eda, aufwachen! Aha. Wo warst du gestern Nacht? Karten gespielt. Und? Betrunken. Den ganzen Abend? Weiß nicht. Einzige, was Vielleicht. ich zocke gerade als Story. Resident Evil 4, ja, ist auch neu rausgekommen. Das ist echt ein gutes Spiel. Habe ich da als Original schon gespielt, damals. Das habe ich dann, die neue Version habe ich noch nicht gespielt. Aber die Original habe ich gespielt. Werbung? Was? Yeah! Aber Resident Evil 4 ist richtig gut geworden. Ich habe mir angespielt hier zu Hause, also die Demo habe ich gespielt natürlich. Und ich habe Spiele ja auch hier, aber das ist echt genial, das Spiel. Einer von euch wollte gestern Nacht helfen, die Tulamiden im Wald anzugreifen. Und ich will wissen, wer. Verschwinde. Hier verpfeift keiner keinen. FN-Werbung? Genau. Wenn ich ein Das geht bestimmtes automatisch will, bei dann dem muss ich Kanal bei geschickt mir auch davor am gehen. Anfang. Das automatisch läuft. Dann noch wer. Ich glaube, einer von euch lügt. Und wer soll das sein? Der Torwaler. Der Torwaler. Und woher willst du das wissen? Er behauptet, die ganze Nacht besoffen in seinem eigenen Saft gelegen zu haben. Aber warum hat er dann keinen Kater? Weil ich was vertrage, du Weichei. Und jetzt mach dich auf was gefasst. Ein Kampf gegen Torwale. Oh Gott, das ist nicht gut. Ups. Nächstes Mal sollte ich mir ganz sicher sein, bevor ich einem Torwaler unterstelle, dass er lügt. Nasenbluten. Na toll, ein Erfolg. Yeah, noch ein Erfolg. Nasenbluten. Okay, Werbung vorbei. Naja. Ja, die Werbung kommt automatisch. Die ist eingestellt bei mir. Die läuft automatisch zwischendurch. Ich habe einmal anfangen, wenn ich den Stream starte, kommt einmal Werbung kurz. Und dann alle 2, 3 Stunden. Aber nur Kurzwerbung, keine lange Werbung. Es kannst du einstellen, lange Werbung oder Kurzwerbung. Und ich habe nur Kurzwerbung eingestellt dafür. Ein paar mehr, aber kurz wiederum. Mann. Ton schon wieder weg. Nicht wundern, kommt nicht wieder. Fünf Stück waren es. Boah, das ist viel. Das sollte eigentlich nicht sein. Also es sollten nicht fünf Stück sein. Es sollte eigentlich nur einer sein und dann alle 15 Sekunden. Echt jetzt? Da muss ich mal gucken, oder? Das muss ich umstellen. Es sollte eigentlich nur einer kommen, der ein bisschen länger zwar geht, aber nicht so lange. So, das nächste, was man könnte. Das überlegen wir gerade mal kurz. Hab mit denen gesprochen jetzt? Wein eingeladen? Hm.
So. Nochmal da reingehen. 30 Sekunden. Oh, das ist, naja. Heda müsste das Fass erst anzapfen. Dann mache ich das halt. Ich bin da. Ich habe ja Magie, ne? Der Wein fließt nun ungestört zu Boden. Das wird jetzt eine Weile dauern. Ich stelle die Karaffe einfach unter das Rinnsal und widme mich derweil dem Schinken. Fex sei es gedankt, sie hat nichts gemerkt. Fex kennt man vom Schwarzen Auge, das ist der allgegenwärtige Gott sozusagen bei denen. Ich danke dir, Geron. Nicht nötig. Bis später. Hallo, Geron. Hallo. Ich dachte schon, du siehst mich nicht. Seit wann bist du die neue Schankmaid? Seit der Saatzeit schon. Vermisst du mich etwa auf dem Markt? Viel. Ich frag nur. Was fange ich auch wieder zu. Zusammen, ja. Vielleicht fange ich auch wieder an zu. Ach, zu streamen. Meinst du bestimmt, ne? Tasman. Ja, Stream ist nicht schlecht, man kann streamen. Und ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie viele Follower du hast. Und ob du schon Sachen übernehmen kannst. Ach, komm schon, Heda. Das bisschen Wein wird schon keiner vermissen. Tut mir leid, aber das Fass hat Graf Schwendrich von Zornbold bestellt und auch schon bezahlt. Er holt es Schwendrich. Heute Abend. Schwendrich. Oh, das ist nur Herr Schwendrich. Graf Schwendrich. Kannst du mir sagen, wer gestern Abend alles hier war? Alle, die jetzt auch hier sind. Und dann noch Wolfram mit seiner Schwester und zwei Freunden. Aber es heißt, ihm sei gestern im Wald etwas zugestoßen. Danke. Mehr brauche ich nicht zu wissen. So, jetzt muss ich mal gucken. War ich mal in letzter Nacht, habe ich gefragt. Bis später, Hilda. Lass mich nicht warten. Hilda! Ich glaube, und wer soll? Der Torvaler. Und woher willst du das wissen? Er behauptet, den ganzen Abend hier gelegen zu haben. Aber du sagtest, dass du jedes Mal allein warst, als du die Karten gezinkt hast. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, er war ganz schön lange weg. Ruhe. Ich muss zählen. Wo warst du? Doch nicht etwa wieder bei meiner Frau? Verdammt! Jetzt habe ich mich verzählt. Torvaler.
Hey, ich hab dich was gefragt. Hört auf, euch zu streiten. Und du, Geron, lass bitte meine Gäste in Frieden. Tut mir leid, Hilda. Es geht hier um eine wichtige Angelegenheit. Ab 352 Follower. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Was? Ich bin es, die du suchst. Ich habe alles gesehen. Ich war betrunken und, Geron, ich wusste nicht, was sie vorhatten. Ich dachte, sie machten nur Spaß. Erzähl, was passiert ist. Wolfram sagte, die Thylamiden seien Dämonen. Okay, ich habe auch nur 1100. Sie sich als einfache Händler verkleidet. 630, glaube ich. Angeblich wollten sie ein dunkles Artefakt ins Land schmuggeln. So viel. Damit wollten sie König Essen anstürzen und alle Frauen zu ihren Lustsklaven machen. Erst sollte sich Hartmann ins Zelt schleichen und das Artefakt stehlen und uns dann mit seiner Laterne winken. Das wäre das Zeichen zum Angriff gewesen. Aber dazu kam es nicht, richtig? Ich weiß es nicht mehr. Es ist alles so verschwommen. Versuche, dich zu erinnern. Fange am besten ganz von vorne an. Gut. Ich weiß noch, es hatte gerade aufgehört zu regnen, als wir endlich die Lichtung erreichten. Ah. Erinnerung. Katzene. Ich könnte dich ja eintragen bei mir als, mit Ray? Was ist das denn? Ach, mit Stab. Als Sache. Das Dach ist aber 1000 aus. Also 1000 hast. Ich habe keine festen. Dämon? Oh, Geron, es war so schrecklich. Aus seinem Körper wuchsen überall Hörner und er hatte einen langen, leuchtenden Stab auf dem Rücken. Okay. Genau wie diese Prinzessin. Versprich mir bitte, bald ist wieder alles beim Alten. Keine Sorge. 1000 ist schon darum kümmern. Stabil. Willst du das? Ja. Komm mal bitte mit nach draußen, ja? Ich hatte mal 1200 knapp gehabt, 1109, wenn die Akademie von den Dämonen 1198 hätte man gehabt. Aber zum Runtergang nach der Zeit, nach einem Jahr, ging die runter nach und nach, weil weniger neue kamen als abgegangen sind. Wir doch schon lange hier. Glaubst du auch, es war ein Dämon? Ach, was frag ich dich? Du glaubst wahrscheinlich alles, was man dir erzählt. Ein Dämon in Andergast? Wann passiert schon sowas? Es würde auf jeden Fall einiges hier aufwirbeln. Das würde es. Was eintragen? Was meinst du jetzt, was eintragen? Was? Hier hast du Kohle und Pergament. Hilda soll dir ein Bild des Angreifers malen. Okay. Wir müssen genau wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir? Dann finde heraus, was das Vieh hier will. Vielleicht gibt es etwas, was wir als Köder benutzen können. Als Köder? So. Erzähl ich gleich was dazu. Sekunde. Meine eigene Astralenergie wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Ausreichen? Roast. Ich habe was? Wir müssen gut ausgerüstet sein, wenn wir ihm eine Falle stellen wollen. Soll ich das etwa alles alleine machen? Ja. Dämonenfalle. Ich dir helfen. Wie sollte ich dir helfen? Hey. Wieso sollte ich dir helfen? Wieso sollte ich dir helfen? Ich bin dabei. Dämonenfalle? Du willst einen ausgewachsenen Dämon fangen? Du bist doch zu was eintragen, meinst du? Zu was eintragen? Die anderen Novizen stecke ich locker in die Tasche. Hm? Und ja, ich will ihn fangen. Und ich will ihn verbannen. Natürlich was meinst du eintragen? Ist das riskant, aber ich lasse mir doch nicht aus. Ich habe 1198 gehabt. Und nach einem Jahr ungefähr sind sie nach und nach runtergegangen, weil weniger neue kamen als abgegangen sind. Weil viele einfach nur direkt spontan gemacht hat, weil sie hofften, dass ich es auch mache. Ach so, ja, nicht Raid, sondern. Nicht Raid, sondern. Wie heißt das andere? Wenn ich offline gehe, dass deine Kanäle bei mir angezeigt wird. Dein Kanal bei mir angezeigt wird. Das meinte ich jetzt damit. Wenn ich es komme nicht auf den Namen. Wie hieß denn das nochmal? Ach Gott. Komm nicht drauf. Das gibt's da nicht. Ich meinte, ich kann nicht eintragen, dass, wenn ich nicht mehr streamen sollte, dass der Stream zu dir rübergeht. Wenn du am Stream bist, natürlich, ne? Und dementsprechend hast du dann die Leute, die bei mir waren. Oder wie bei mir sind, die sehen dich auf meinen Kanal, also deinen Kanal auf meinen Kanal auch und tun dann können auf deinen Kanal wechseln und dir folgen, meine ich jetzt.
Hosten. Ja, Mann, das Wort habe ich gerade gefehlt. Richtig, hosten. Genau das meinte ich. Ich dachte, du wolltest nicht, dass ich mich in Gefahr bringe. Ach, hosten, ich wollte dich doch nur loswerden. Ich hielt dich für einen neugierigen Holzfäller. Jetzt weiß ich, du bist einer von diesen Möchtegern-Helden. Hm? Und für Möchtegern-Helden habe ich Verständnis. Ich würde auch lieber völlig unvorbereitet in eine hosten, finstere Drachenhöhle springen. Das heißt, wenn ich nicht online bin, und dann kann auch mein Kanal gehostet. Außerdem drängt die Zeit und ich brauche Unterstützung. Hast du dann 1031, die dich auch sehen könnten, wenn sie auch online sind. Dass ich einen Dämon möchte, ziehen die mich sofort ab und lassen das die Magister machen. Und die Freude könnte ich machen. Ungern allein überlassen. Ich weiß nicht, was ich von dieser Frau halten soll. Aber wenn ich nicht mitmache, findet sie Fahi womöglich noch vor mir. Du brauchst also eine Zeichnung des Wesens, einen Köder, um es anzulocken, und einen... Einen Kraftspeicher. Hier, ich habe es dir aufgeschrieben. Und das hier wirst du auch brauchen. Ein Ring mit einer Linse? Das ist ein weiteres Artefakt aus Eulrichs Sammlung. Es nennt sich Hasenauge. Kannst du gerne machen, aber ich... Wenn du hindurchsiehst, kannst du... Zwingen kann, nee, zwingen, so nicht. Habe ich selber vorgeschlagen, dass ich machen könnte. Ist gar kein Zwingen. Ich soll jetzt irgendwas machen, ne? Ich glaube, hier soll jetzt irgendwie den... Mit den kombinieren. Na komm schon, schau durch die Linse. Na komm schon. Wie kann ich... Ach, da ist das. Hier wurde nichts verzaubert. Hier wurde nichts verzaubert. Hier wurde nichts verzaubert. Kann ich den Zauber nutzen? Ich kann den nur so. Ach was. So, und dann kann ich den da einmachen. Vielleicht. Hier wurde nichts verzaubert. Oder die Linse nutzen. Ah. Hast du etwas gefunden? Diese Glasscherben hier. Haben sie geleuchtet? Ja. Das heißt, jemand hat Magie auf sie gewirkt. Vielleicht sogar unser Freund. Also folge der Spur weiter. Vielleicht gibt sie einen Hinweis darauf, was er sucht. Ich darf das Hasenauge behalten. Warum nicht? Der Zauber hält ohnehin nur noch 3 Tage. Danach ist die Linse wertlos. Und was, wenn ich der Spur folge und dem... Also ich habe sogar feiert. Viel Glück. Feiern. Du findest mich auf der Lichtung. Sogar... Ferien habe ich auch. Das heißt Urlaub, nicht Ferien, ne? Ich habe sogar Ferien, das heißt... An wen bin ich sogar da oft streamen. Da konnte ich ja nicht eintragen heute. Also nach dem Stream tue ich da eintragen bei mir. Ich übrigens Breda. Ich bin Geron. Weidmanns Heil, Geron. Auf eine etwas andere Jagd. Also kann ich machen, das ist kein Problem. Wie gesagt, mache ich nach dem Stream einstellen. Jetzt mit dem Stream mache ich sowas nicht, aber nach dem Stream kann ich es einstellen. Das heißt, wenn die nächste Mal welche gucken, bei mir reingucken, sehen sie deinen Kanal auf meinen, bei mir. Ich tue das auf Platz 1 machen. Ich habe 8 Stück drin zurzeit. Die ersten werden zuerst angezeigt bei mir, wenn die online sind. Und danach kommen die zweiten, dritten. Wenn der erste nicht online ist, dann wird der zweite, dritte, vierte und so weiter angezeigt. Wenn der zweite nicht online ist,